Wegen eines Missgeschicks beim Treppensteigen müssen Kansas City Royals aus der Major League Baseball MLB in den ersten 6 Wochen der neuen Saison ohne ihren Starcatcher Salvador Perez auskommen. Der Venezolaner, wertvollster Spieler MVP der World Series beim Titelgewinn der Royals im Jahr 2015, erlitt einen Innenbandriss im linken Knie. Nach dem Ende der Vorbereitung wollte Perez seine Sachen wieder zu Hause verstauen. Als er mit einer Tasche in seinem Haus Treppe hinaufstieg, passierte es. Ich habe eine Stufe verpasst und bin ausgerutscht, sagte der fünfmalige All-Star Perez. Ich habe ein Knacken im Knie gehört, danach konnte ich es nicht mehr bewegen. Eine MRT-Untersuchung brachte die Diagnose, operiert werden muss Perez nicht. Ich bin traurig, nicht sauer, sagte der Profi. Die MLB-Saison beginnt am Donnerstag.